Kingaland the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valarfax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had aroused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valarfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Sage Urbane. Skurver the Wanderer. The sixth Saint Astraea and her knight Garl Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Grüß Gott, wer ist denn dieser nett aussehende Herr? Bin das etwa ich? I shall guide you. So that you may lull the Old One back to slumber. Okay, das bin ich. Ja. Du kannst jetzt noch das Gamma ein bisschen hochstellen. Geh mal schnell kurz in die Optionen. Genau. Und das Menü wirst du dich gewöhnen müssen. Einstellen, ja, Option. Kannst du die Vibration alles noch einstellen? Die Helligkeit unten ist es ein bisschen hoch. Ja, ich würde 7 reicht, glaube ich. Das ist ja fast wie eine Pilz-Option, ne? Ja, das ist auch eins. Okay, so schnell. Okay. Ja, das. Die Steuerung ist eigentlich sehr gut, da muss genau. Was mit R und L greift man an. Glaub mir, am Anfang müssen wir denken, was zur Hölle ist in diese Steuerung, aber nachher wird's gehen. Nachricht lesen. Standardangriff R1. Drück mal R3. So. Geht doch, der ist ja schon weg. Einfaches Spiel, ne? Extrem. Also das, den Teil, den wir gerade spielen, das habe ich mal irgendwo, glaube ich, beim Stream von Pete Smith gesehen. Ja, genau. Richtung und Kreis gedrückt halten, sprinten. Auf diesem großen Screen sieht das Spiel sogar richtig geil aus. Ups, hast du was verpasst? Ja, genau. Ja. Nee, falsch. So. Der
Deckung. Deckung. Ups. Pass auf. Du kannst zwar hier noch nicht sterben. Was ich jetzt noch schnell machen muss. Einstellungen, Optionen, Steuerung, Kamerageschwindigkeit. Runternehmen, oha. Ja. Ich hab sie hochgenommen gehabt. Ich finde sie extrem schnell. Ja, schon besser. R3 Ziel erfassen, freigeben. Rechtes Ziel erfassen, Ziel ändern, ja. Das ist das, was ich dir vorhin gerade gezeigt habe. Das ist übrigens ein. Nicht schlecht. Da kommen wir noch nicht durch, sondern das ist ein Gitter, ja. Ich will raus! Da kommen wir später noch vorbei. Deshalb wollte ich vorhin. Die haben nichts. Ja, Rapper ist. Sichelmondgras, 3 Stück. Und ich muss jetzt hier runterspringen. Ja, wahrscheinlich. Oder die Waldfee. Ja, kein Schaden. Ach ja, genau. Ja. So hat die das Spiel. Rückwärtsschritt, linker Stick und kreise Rolle. Okay. Ich fühle mich vorbereitet. Nicht! Okay. Achtung, jetzt kommt der Gegner. Ach, der ist tot. Ja. Die haben immer so Zuckungen, wenn sie sterben. Dann weiß ich nicht, sind sie jetzt tot oder leben sie noch? Ja, wenn sie Zuckungen haben, sind sie normalerweise tot. Also, du kannst mit dem aktuellen Schild den Angriff nicht ganz parieren. Aber es gibt einen Parierangriff, den kann ich dir nachher dann mal zeigen, wenn du dann das erstmal gestorben bist. Was ist denn das hier? Teilstein berühren. Warte mal noch kurz. Nein. Geh mal schnell noch im Kreis. Also das bringt dich weiter. Weil ich vielleicht hast du irgendwo noch ein Item rumliegen oder so. Was ist denn das hier? Verschlossenes Gitter. Ja. Da hinten haben wir vorhin durchgeschaut. Ja. Guck mal nach oben. Diese wunderschöne Skybox. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Springen kann ich nicht, oder? Nein, springen gibt es in dem Spiel nicht. Nur über etwas springen und runterfallen. Also gehen wir mal zu den Teilstein. Searching a lot. Auch bekannt als Captain Law. Ja. Bin ich noch? Starker Angriff, R2. Warte, kenn ich auch schon. Nachlesen, parieren, feindlichen Angriff abwehren, nachparieren, R1 Gegenschlag. Das ist nicht ganz einfach. Das ist jetzt schon weißt. Komm ich hier hoch? Nee. Nein. Ja, okay, hat nicht so wundervoll funktioniert. Aber ja, jetzt hätte man angreifen können. Sonst kann ich es nachher vielleicht mal kurz zeigen, falls ich es hinbekomme. Ich habe das erste Level praktisch nur so durchgespielt. Kann zum Fall auf das verzichten im Moment noch. Oh. Mag den nicht. Ja, ist einer der stärkeren. Der hat auch ein Schild. Greif ihn da mal an. Okay, ich bin scheiße in dem Spiel. Nein, du musst dich einfach daran gewöhnen. Ja, ich will immer L2 drücken, um zu parieren, aber. Du kannst auch parieren. Das geht noch. Yep. Wenn du scheiße bist im Spiel, glaub mir, mit der Zeit kommst du ziemlich gut rein. Ich hatte die Berlin, wäre ich auch am Anfang das erste Mal fast gestorben. Waffe beidhändig führen, loslassen. Ja. Du kannst natürlich auch so rumrennen, aber so kannst du halt nicht. Ja, ich würde vielleicht mal ein bisschen Heilung nehmen. Wobei ich glaube, dass du nicht sterben kannst, aber. Lieber. Vor dem ersten Fail. Wenn du sie von hinten kriegst, dann kannst du ihn, wenn du genau hinten dran ein bisschen stärkeren Schaden machen.
Wenn du den parieren würdest, warte mal, bis er angreift und dann. Jetzt! Es ist. Kurz bevor er dich trifft, musst du im Prinzip parieren. Nee, das ist scheiße, ich wollte nachladen aus dem Moment. Nachladen? Ja. Nee, hab ja gesagt, das Problem hatte ich am Anfang auch. Ja, wir sind noch Noobs im Spiel. Zumindest er. Das heißt nicht, dass ich besser bin. Willkommen zu den Treppen. Nachricht lesen. Waffe wechseln, Gegenstand wechseln. Halbmond, Kreis, Schluss. Ja. Ed Weltstein. Halbmond. Ja, du, wenn du, wenn, geh mal ins Menü. Jetzt ins Inventar. Du kannst jetzt hier, wenn du. Stell kleine Menge der TP wieder her. TP ist. Drück mal Dreieck. Nicht das, ich meine Gegenstand. Ich glaube, ich das. Als die hat hier genau. Hier kannst du die Beschreibung des jeweiligen Items jetzt noch lesen. Soll ich schnell vorlesen? Also, Sichelmondgras, ein nach der Mondphase benanntes Heilkraut, stellt eine kleine Menge TP wieder her. Die Wirkung von Mondkräutern hängt von ihrem Zustand ab. Sichelmondkräuter werden gepflückt, wenn sie noch sehr jung sind. Okay. Halbmondgras, ein nach der Mondphase benanntes Heilkraut, stellt einen Teil der TP her. Und dann das gleiche wie vorhin. Ed's Wettstein. Ein Wettstein, den Ed, der Schmied von Steinfang, benutzt. Reduziert die Abnutzung der Waffe in der rechten Hand und stellt ihre Strapazierfähigkeit wieder her. Waffen können kaputt gehen. Voll. Scheiße. Auge der Seele. Ein Stein, den das Licht der Seelen entstrahlen lässt. Je nach den Seelen in der Umgebung ändert sich die Farbe des Lichts. Er wurde von Geri, einem Freund des Weisen Freke, hergestellt, der für sein magisches Geschick bekannt ist. Er ist leicht und einfach zu benutzen, deshalb wird er von Reisenden oft verwendet. Okay, jetzt sind noch die verschiedenen Waffen. Sind ein einfacher Dolch, eine Hiebwaffe. Ein einfaches Krummschwert, eine Hiebwaffe. Ja. Holzschild, ein kleiner Holzschild. Lederrüstung und harte Lederstiefel. Ich will aber weiche Stiefel, die sind bequemer. Ja, sie müssen aber hart sein. Sonst schießen dir die Gegner mit den Pfeilbögen durch. Okay, hier hinten geht's durch. Und hier zum Gegner. Ja, das ist schon einer mit. Siehst du? Geht doch langsam. Sichelmondgras. Am Anfang sind sie noch sehr zugrüßig, genau. Großzügig mit dem Sichelmondgras. Zugrüßig. Ach, hier liegt ja noch jemand. Armer Kerl. Unbekannte Soldatenseele. Also die Seelen, die du da unten siehst, das ist unsere Währung im Spiel. Die Seelen, die du einsammelst, sind im Prinzip die Währungen. Oh. Stein versenkt. Ah. So. Ich glaube, da geht's nach oben, ja. Jetzt. Drück mal nochmal schnell das Schild bei dir. Genau, das ist es nicht, ja. Ich habe am Anfang eben den falschen Knopf gedrückt. Ob man Pfeile parieren kann, weiß ich nicht genau. Weil, also ich meinte zumindest, das sollte gehen. Ja, in den Nebel treten. Also Leichen untersuchen zuerst. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Und Geri Müller trat in den Nebel. Ja. Nicht Geri Müller, Gerd Müller. Die Abenteuer des Geri Müller. Pass mal ein bisschen auf. Sonst, wenn sie angreifen, wechselt er einfach auf das Schild und nimmst du nur noch weniger Schaden. Naja, nochmal allein. Noch mehr Halbmondgras. Also Sichelmondgras ist schlechter als Halbmondgras. Ja, genau. Okay. Auf Sichelmondgras findest du natürlich mehr. Ja, macht Sinn. Du musst immer aufpassen. Hui! Was du machst. Die Reaktor, ey. Ja, hey, wenigstens hat es welche. Wenn ich mich jetzt nicht irre, kommt hier gleich was Unschönes. Ja. Ja. Den Typen kenne ich nämlich. Ja, schaffst du ihn zu besiegen? Nee, wohl kaum. Aber es geht, das weißt du. Ja, ich habe gelesen, dass. Ja. Gehen, oh mein Gott. Nee. Vorbei wollen.